Können wir nicht beides haben? Können wir eine niedrige Inflation und eine stabile Wirtschaft und gute Arbeitslosenzahlen haben? Es gibt Lösungsansätze und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bevor wir jeden einzelnen Lösungsansatz besprechen, ganz kurz, man muss zwischen zwei Arten von Maßnahmen unterscheiden. Wir haben aktuell eine Inflation, ich habe das vorhin mit Kopfweh verglichen. Die Situation ist da, man hat Kopfweh. Es gibt zwei verschiedene Arten von Maßnahmen. Einerseits, ich nehme Schmerzmittel, um die Symptome zu lindern, oder ich gehe zum Arzt und finde raus, was die Ursache ist und bekämpfe die Ursache, beispielsweise Dehydration, trinke Wasser. Wenn ich die Ursache bekämpfe, werden die Symptome sowieso zurückgehen. Wenn ich nur die Symptome bekämpfe, also Schmerzmittel nehme, werde ich die Ursache nie los. Ganz gleich ist das bei der Inflation. Es gibt Maßnahmen, um die Inflation runterzubringen, um die Ursachen zu bekämpfen. Und es gibt Maßnahmen, sozusagen die Schmerzmittel, die einfach nur dazu dienen, dass die Folgen der Inflation für die Menschen nicht so schlimm sind. Die Schmerzmittelmaßnahmen, die verhindern sollen, dass die Bevölkerung zu stark unter der Inflation leidet, die werde ich jetzt nicht so genau besprechen, weil die kennt ihr schon alle. Das ist der Klimabonus, das sind die Einmalzahlungen, das ist der Teuerungsausgleich, Erhöhung der Pendlerpauschale, Senkung von Lohnsteuerkosten. All diese Maßnahmen sollen dazu führen, dass die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben, um sich trotzdem noch die Dinge des täglichen Bedarfs leisten zu können. Hierbei blende ich euch jetzt gleich die Studie vom IHS und vom WIFO in Österreich dazu ein, die diskutiert, was bei diesen Maßnahmen besonders wichtig ist. Die bekämpfen nicht die Inflation, die bekämpfen nur die Folgen. Und da muss man natürlich aufpassen. Da gibt es das Thema soziale Verträglichkeit, also für wen wollen wir die Folgen der Inflation bekämpfen? Wollen wir schauen, dass die armen Menschen mit der Inflation besser zurechtkommen? Wollen wir schauen, dass alle mit der Inflation besser zurechtkommen? Das ist dann das Gießkannenprinzip, hat auch seine Probleme. Die Details dazu in dem WIFO-Bericht. Was ich mir heute anschaue, was meiner Meinung nach viel zu wenig diskutiert wird, ist die Ursachenbekämpfung. Ich habe jetzt Kopfweh, alle haben Kopfweh. Medial wird ständig nur über das beste Schmerzmittel diskutiert und keiner diskutiert darüber, warum habe ich Kopfweh, habe ich schlecht geschlafen, habe ich eine Krankheit. Wie können wir jetzt die Ursachen bekämpfen? Jede Inflation ist anders. Und die Inflation 2008 oder die Inflation zwischen den zwei Weltkriegen musste man anders bekämpfen als die Inflation heute. Naja, die erste Antwort, was wäre in einer idealen Welt die Ursachenbekämpfung? In einer idealen Welt hätten wir keine Lieferkettenprobleme wegen Lockdowns. In einer idealen Welt hätten wir keine diplomatischen Probleme mit Russland, westliche Sanktionen, einen Ukraine-Krieg. Dann hätten wir auch keine teuren Energiepreise, keine Angebotsproblematik. Leider, diese Ursachen kann man indirekt bekämpfen. Also als österreichische Bundesregierung beispielsweise kann man versuchen, dazu beizutragen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beendet wird. So viel Realist muss man sein, dass wir diesen Krieg jetzt nicht beenden können. Es gibt dennoch Möglichkeiten, Ursachen zu bekämpfen. Wir haben ein zu niedriges Angebot an Energie für zu viel Nachfrage nach Energie. Das Angebot ist niedrig wegen den bereits erwähnten Punkten. Daran können wir nichts ändern. Wir können nur an der Nachfrage etwas ändern. Und hier kommen wir zu dem Punkt 1, Energiesparen. Das Thema Energiesparen wurde in dem WIFO-IHS-Bericht mehrfach betont. Hier sind sich eigentlich alle ökonomischen Institute in Europa einig, denn wenn du die Nachfrage nach Energie runterbringst, dann nimmst du automatisch Spannung aus dem Problem raus. Und hier natürlich gibt es unendlich viele Ansätze. Ich werde euch einen Link unten reingeben, wie private Haushalte Energie sparen können. Es gibt mittlerweile die Umweltberatung in Österreich, die einem dabei helfen kann. Darüber wird aktuell Gott sei Dank eh viel gesprochen. Aber natürlich gibt es weitere Maßnahmen, die auch die Politik treffen muss, wie zum Beispiel verhaltensökonomische Anreize setzen zum Energiesparen, also quasi Belohnungen für Energiesparen und Strafen für Energieverschwenden, die Unternehmen dazu zu bringen, über Mechanismen Energie zu sparen. Aber natürlich kann der Staat auch bei den eigenen Energieverbrauchen stark sparen, kann schauen, dass staatliche Institutionen weniger Energie verwenden, die Gebäude. Auch der Fuhrpark ist ein Thema, der im IHS-WIFO-Bericht angesprochen wird. Und das Thema Energiesparen, wenn wir bei dieser Krise nicht herumkommen, denn die Ursache der Inflation ist ein Problem mit Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage können wir beeinflussen, das Angebot eben nicht. Der nächste Punkt ist mehr erneuerbare Energien. Es schlägt ein bisschen in die Kerbe hinein, dass man beim Angebot etwas tun kann. Wenn jetzt dann wir das Angebot an Energie durch erneuerbare Energien etwas erhöhen können, bringen wir auch schon Druck raus. Die nächsten beiden Punkte werden gleich einmal etwas unangenehmer, denn ihr habt es sicher schon erwartet. Sparen bedeutet auch Verzicht. Zwei Punkte. Der erste ist ein sparsamer Staat. Umso weniger der Staat ausgibt, umso weniger Nachfrage regt er an und umso mehr nimmt man den Druck von der Inflation. Allerdings, wo soll der Staat jetzt sparen? Da streiten sich natürlich die Geister. Das hängt davon ab, was man politisch als wichtig und richtig und was als verzichtbar anerkennt. Aber fest steht, irgendwo muss der Staat sparen, weil wenn der Staat weiterhin so viel Geld ausgibt,
wird er weiterhin Inflation nur befeuern. Im WIFO-IHS-Bericht gibt es einige Empfehlungen, beispielsweise die Reform des Föderalismus, die Reform im Förderwesen, im Gesundheitssystem, klimatechnisch notwendige Reformen, Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen. Es ist bekannt, wo der Staat sparen kann, wo er sparen soll, liegt an euch zu entscheiden. Ihr habt es jetzt bereits in den vergangenen Punkten gemerkt. Die Maßnahmen gegen die Inflation hängen interessanterweise auch sehr stark mit dem ganzen Thema Klimawandel, CO2-Ausstoß zusammen. Denn wenn wir den Verbrauch von fossilen Energieträgern reduzieren, senken wir den Inflationsdruck und gleichzeitig schützen wir die Umwelt. Fakt ist, die am häufigsten weggeworfenen Produkte sind Weizenprodukte, vor allem Backwaren. Genau Weizen ist es, der jetzt ja auch knapp ist. Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung allgemein und im Speziellen von Backwaren und Weizenprodukten können auch sehr viel Druck rausnehmen aus der Inflation. Hier ist wieder jeder Einzelne gefragt. Im persönlichen Bereich, im privaten Einkaufen, da gibt es unendlich viele Tipps. Einkaufslisten machen, Kochpläne erstellen, auch nachgoogeln, was wird wie gelagert, was hält wie lang, wie kann man Sachen länger haltbar machen. Da müssen wir uns alle selbst an der Nase nehmen. Auch das Nutzen von Angeboten wie Apps, die dazu da sind, um Lebensmittel zu retten. Aber natürlich darf hier der Staat auch nicht tatenlos zusehen. Der Staat und die Politik muss die Rahmenbedingungen verbessern. Und bei diesen Forderungen muss jetzt gerade in Zeiten der Inflation doppelt stark gefordert werden, dass die endlich weitergehen. Denn einerseits haben wir eine Inflationskrise und eine Klimakrise. Und Maßnahmen zur Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung können bei beiden etwas den Druck rausnehmen. Ja, das sind kleine Maßnahmen, aber die Summe der kleinen Maßnahmen bringen immer viel. Und noch zwei Punkte am Rande, über die wirklich niemand spricht. Das ist der freie Handel und das Thema Kartellrecht. Ökonomen sind sich einig, freier Handel hat einen großen Effekt. Okay, mehrere, aber klar, die Wirtschaft wird angekurbelt und so weiter und so fort. Aber ein großer Effekt, Produkte werden günstiger. Denn wenn ich jetzt als Österreich sowieso Bananen aus der Dominikanischen Republik importiere, die Leute sowieso diese Bananen essen, aber darauf ein 20% Zoll ist, ist der Preis ja höher von den Bananen. Wenn wir jetzt mit der Dominikanischen Republik ein Handelsabkommen haben, das sagt kein Zoll mehr auf Bananen, und wir die Bananen importieren und da jetzt kein Zoll mehr drauf ist, sind sie günstiger. Wir kaufen die gleichen Bananen. Keine Änderung an Qualität, alles gleich wie vorher, nur kein Zoll mehr. Das heißt, für sehr viele Produkte, die wir sowieso importieren, führen Freihandelsabkommen dazu, dass der Preis niedriger wird, weil der Zoll wegfällt. Wer mehr dazu erfahren will, Video dazu oben verlinkt. Und ja, das wirkt indirekt und langfristig. Das heißt, wir können uns nicht herstellen und sagen, im Juli 2020 ist die Inflation hoch, lasst uns 10 Freihandelsabkommen schließen, damit sie im August 2022 schon wieder niedrig ist. Das funktioniert so nicht. Aber da geht es darum, dass über Jahrzehnte hinweg ein Zeitalter des Protektionismus angebrochen ist und es politisch heutzutage für jeden opportun ist zu sagen, Freihandelsabkommen tot, nein, das wollen wir nicht. Ja, das führt halt auch dazu, dass Konsumentenpreise höher sind. Mit dem muss man halt auch leben. Und das führt auch dazu, dass im Falle einer Inflation Konsumentenpreise noch höher sind. Das heißt, Freihandelsabkommen vielleicht auch in dem Kontext etwas anders zu diskutieren, wäre aus meiner Sicht angebracht, genauso wie das Thema Kartellrecht. Denn Monopolstellungen von Firmen führen auch immer dazu, dass Preise höher sind. Auch hier eine Änderung des Kartellrechts wird nicht dazu führen, dass jetzt im August die Preise sinken. Aber wenn man sich als Regierung, als Europäische Union jahrelang dahinter klemmt und jahrelang etwas tut, damit das Kartellrecht besser wird, das heißt, dass Unternehmen sich nicht illegal zu Schlamm schließen können und Preisabsprachen machen können, um so den Preis hochzuhalten. Wenn man da gescheite Regulierungen dazu macht, dann kann man dazu führen, dass auch in Zukunft eine Inflation vielleicht ein kleines bisschen weniger schlimm ist. Das ist wie beim Kopfweh. Wenn ich heute Kopfweh habe, wird eine Lebensänderung auf einen weniger gestressten Lebensstil nicht dazu führen, dass es morgen besser wird. Das ist ein Prozess, der über Monate hinweg geht. Wer von uns kennt das nicht? Man hat Kopfweh. Und auf einmal ist jeder um einen herum Arzt. Die Oma ist überzeugt, dass Kopfweh kommt davon, dass man zu wenig von ihren Knödeln isst. Jeder gibt einem mehr oder weniger gute Tipps. Was einem am Ende wirklich helfen kann, ist wahrscheinlich eine gescheite Untersuchung beim Arzt, wo abgeklärt wird, Schritt für Schritt, was sind die Ursachen. Und deshalb plädiere auch ich dafür, dass in der aktuellen Inflationskrise vielleicht nicht auf jeden, der jetzt möchte, gern Ökonom ist, gehört wird. Vielleicht schauen wir uns an, was die Experten und die Wissenschaft dazu zu sagen hat. Deshalb gibt Fake News keine Chance. Schaut bei meinem nächsten Video vorbei. Bis bald.